Moin Freunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu The Binding of Isaac Afterbirth. Ja, heute geht es weiter mit einer Challenge. Ich weiß aber nicht genau welche. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal unten an, oder? Probieren wir die einfach mal. Ich weiß selber nicht genau, was das für eine ist. Ah, okay, ich weiß es. Ich krieg keinen Schaden, aber hier, Kollege kriegt Schaden. Gucken wir mal, wie gut die Challenge läuft. Ich bin gespannt. Hier, man sieht's, ich krieg keinen Schaden, aber mein komisches Ding kriegt Schaden. Quasi, ich muss dieses jetzt beschützen. Quasi, ich bin jetzt der Mann im Game. Ich muss hier auf meine... Ich stell mir einfach vor, das wäre meine Partnerin. So, die muss ich auch beschützen. Beim Feiern, was weiß ich, damit ihr nichts passiert, ne? Ja, beschützen... Kann man das so richtig beschützen nennen? Ich weiß es nicht. Ich passe halt immer nur auf, ne? So, aber bis jetzt muss ich sagen, läuft es ja noch recht gut. Gucken, wen wir beim Boss haben, Larry Jr. Ich passe einfach auf, damit da nichts in seine Richtung kommt. Wir bekommen zwei Schlüssel und rein in die nächste Ebene. Ne? Okay, wir haben eine lange Challenge. Dann wollen wir mal gucken, wie weit wir überhaupt kommen. Ich gehe positiv an die Sache ran, sollte man auch. So. Große Räume, oh nein. Obwohl, die gehen ja noch. Mann, geht weg von ihm. Lasst ihn in Ruhe. So. Ja, es war jetzt keine große Aufgabe. Powerpill. Ja, wunderbar. Ah, weg mit dir. Ja, geht. Ach, Junge, spawn noch nicht mitten in ihm drin, ey. Ach, ich bin... Hier, ich nehme keinen Schaden. Ne, zum Bus... Ach, zum Bus, nein. Zum Boss gehen wir noch nicht. Wir machen, wenn dann noch die... die Ebene fertig. So wie es sich gehört. Hier haben wir auch irgendwie noch was bekommen gehabt, ne? Ja, ein Schlüssel. Und ein Stein. Ah, ich möchte Seelenherzen haben. Herzen will ich haben. Nichts anderes. Ah, weg. Weg, weg. Nein. Mann. Ärgerlich. Scheiße ist das. Mein Gott. So. Ja, an Herzen sind wir voll. Dann gucken wir mal. Monstro. Ja, Monstro geht eigentlich noch. Ah, nein. Weg. Weg. Ey, Kinders. Nein. So. Oha, Alter. Hat der mir Lehm abgezogen? Powerpill, nein. Powerpill ist scheiße. Wir hatten noch hier, genau, da haben wir noch ein halbes Herzchen. Wir gehen in die nächste, ja, in die nächste Ebene oder in die nächste Etage oder wie man es auch immer nennen will. Und gucken mal, wie anstrengend das jetzt hier wird. Goldene Räume haben wir irgendwie gar nicht, ne? Mann, weg. Alle weg. Alle vernichten. Nein, weg. Lasst ihn doch mal in Ruhe. 24 Stunden Energy. Bringt mir auch nichts. Weil ich noch kein Space-Item habe. Ah, so. Weg, weg, weg. Das Ding, das bewegt sich auch einfach irgendwo hin, wo es eigentlich gar nicht sein soll. Oh, Leute. Gucken wir mal hier. Pillen und fliegen.
I can see forever. Oh, hier haben wir einen Geheimraum. Oh no. So, Feuer ausmachen. Denn der Junge bewegt sich auch ins Feuer. Kriegt dadurch Schaden. Was natürlich nicht nice ist. Für mich. So. Und da haben wir den anderen Kandidaten. Ja, es läuft. Es läuft eigentlich recht gut. So. Oh nein, 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 nein. Weg, weg, weg. Du auch? Nein, zwei Herzen möchte ich behalten. Oh. Ist das immer so eine knappe Angelegenheit? Im Shop gehen wir mal. Oh, was ist das denn hier? Was ist das? Will ich haben. Ja, wunderbar. Ich will das Ding da mal haben. Aber hier haben wir noch einen Geheimraum. Oh, no. Nein, weg. Ich gehe kaputt. Wäre ich da einfach mal nicht reingegangen. Mann. Scheiße. Egal, andere Challenge. Wir machen die hier. Mensch. Was ist... Ach, jedes Mal, wenn ich schieße und keinen Gegner treffe, kriege ich Schaden oder was? Yo. Ist ja crazy. Oha. Das war gerade recht knapp gewesen. Ich brauche Leben. Leben habe ich. Goldene Räume haben wir auch wieder. Oh, jetzt haben wir den Vogel wieder. Mann. Obwohl eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Denn er zieht die Gegner an. Finde ich gar nicht mal so schlecht. So. Genau, so machen wir das. Geht mal alle zu ihm. Dann kann ich hier nämlich in aller Ruhe euch killen. So, was haben wir hier? The Hanged Man. Kann man aufheben? Für irgendwelche besonderen Räume? Oh oh. Nein! Mann, aber die Challenge ist geil. Die probiere ich nochmal. Die Challenge ist echt nice. So, jetzt weiß ich auch, was ich machen muss. Nein! Warum bewegt sich das Mistding denn so? Ich weiß gar nicht. Darf ich jetzt hier auch die Kackhäufchen kaputt machen? Oder ist das... Scheiße. Kriege ich dadurch Schaden? Aber eigentlich nicht, ne? Weil ich treffe ja quasi das, was mich tot macht. Obwohl, ne, die hier nicht, ne? Ja, darf ich kaputt machen. Nice. Leben. Leben, Leben, Leben. Ja, dauert halt ein bisschen länger. Ich brauche mal ein bisschen Range up oder Speed oder, ne? Ihr wisst schon Bescheid. Oh, ich kann auch übers Blut laufen. Ne, geht nicht. Oh. Was war das denn jetzt? Jedes Mal, wenn ich Schaden bekomme, explodieren Bomben oder wie läuft das jetzt? Muss ich mal achten. Mache ich natürlich erst, wenn ich Leben habe. Aber erstmal machen wir hier Kacka mal weg. So. Mann. Ich flipp gleich aus. Nächste Challenge. Mann. Pride Day. Gucken, was das ist. Ich bin gespannt. Sieht aus wie eine ganz normale Challenge, oder? Oh. Das ist mit random Tränen. Oh, oh. Aber gar keine Gegner? Wenn ja, dann wird das ja chillig. Wo sind die Gegner hin? Ich habe echt keine Gegner, oder was? Was ist das denn für eine crazy Challenge?
Ah, ich habe doch Gegner. Oh, ich habe Sensen. Ich gehe kaputt. Sensen sind nice. Jetzt noch ein bisschen Damage. Und dann geht das auch. Aber oh, Sensen sind schon wieder weg. Ah, bis jetzt. Oh, mega nice Challenge. Hallo. Das ist ja mal mega nice. So, einfach mal so verschiedene Tränen mal ausprobieren, ne? Dann weiß man wenigstens auch mal so für die normalen Runs oder so, was geil ist. Ach, Mann. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Habe ich hier irgendwo ein Steinchen? Nö. Okay. Dann ohne Steinchen weiter. Da haben wir noch einen Raum. Oh no. Oh no. Jawohl. So. Ist erledigt. Alles tot, was tot geht. In Stachelraum werde ich gleich eventuell auch nochmal gehen. Werde ich jetzt gehen. Was haben wir hier? Ah, macht Steine kaputt. Okay. Hatte ich hier nicht irgendwie sowas gehabt? Oder da? Oder das hier? Mach ich das doch mal. In der Hoffnung, dass hier was Nices drin ist. So. Ja. Kann man mitarbeiten. Und was ist hier? Bomben. Ja, wunderbar. Hole ich mir hier aber noch den Schlüssel. Ja. So. So ist gut. Und ab zum Boss. Er ist eigentlich auch einer von den gechillteren. Och, hier, guckt euch das mal an. Wie viel Damage die eine Bombe da gemacht hat, ne? Heftig. Tier's ab. Jawohl. Ich wollte die Kackhäufchen noch aufmachen. Nein. Warum? Naja, ist halt so. Stachelraum haben wir einen von diesen unsichtbaren und ein schwarzes Herz. Und jetzt geht's hier weiter bei den Dick Ducks. Ich finde die Namen voll süß, Dick Ducks. Oder auch anders genannt Bandwürmer. Glaube ich, dass es welche sind. Wer Bandwürmer hat, sollte zum Arzt gehen. Denn damit ist nicht zu spaßen. Hatte ich zwar zum Glück noch nie. Ist, glaube ich, aber auch eher so ein Parasit. So ein Körperparasit. Aber mit Parasiten haben wir auch bei Green Hell zu kämpfen. Irgendwann mit Sicherheit. Wer Green Hell noch nicht geschaut hat, unbedingt reinschauen. Ist ein Spiel, was letztes Jahr für den PC rauskam. Dieses Jahr kam das für die PS4 raus. Ich spiele es für euch momentan. Oder jedenfalls, wann ihr dieses Video schaut. Ich hab's gespielt. Und ist auch in einer eigenen Playlist. Einfach mal reinschauen und das Spiel mal genießen. Hat Ähnlichkeit von, ja, ich würde sagen, The Forest und Stranding Deep. Beide Spiele habe ich ja schon gespielt. Und oh, da habe ich ihn. Und wir haben hier. Oh no. Oh no. Ah, der ist verliebt. Hoppala. So. Gib ihm. Jawohl. Und wir bekommen die Kohle. Auch nice. Ich weiß gar nicht, was die Kohle jetzt genau bringt. Aber wir haben ja noch Stuff. Oh, Stuff. Tour of Clubs. Okay. Was ist das hier? Retrovision. Ah, nein. Was mit dieser Karte hebe ich erst noch auf, bis ich mehr Bomben habe. Weil dann lohnt sich das wenigstens auch. Bevor ich die jetzt einsetze und in der nächsten Ebene kriege ich keine Ahnung, wie viele Bomben. Ist auch ärgerlich, ne? So. Ab in den Stachelraum und
Spinnen bekommen. Ja. Oh la la. Hier. Dingel klein. Oh, die Tränen machen mich verrückt. Was dann gewöhnt man sich gerade mal an einen so einen Part. Nee, nicht an einen so einen Part, aber einmal an diese Tränen und schwupps, hast gleich schon die andere. Das geht ein bisschen auf den Kopf und dann dieses Retro noch dabei. Das kommt ja auch so randommäßig. Das ist sehr, sehr anstrengend. Muss ich sagen. Vielleicht seht ihr es anders. Oh, was war das denn? Oh, Pretty Fly. Hält, glaube ich, aber auch nicht lange. Oh nein. Aber mit diesem Retro werden wir es auch nochmal zu tun haben. Denn ich plane ja so einen kompletten Retro-Monat zu machen. Wenn das gut ankommt, mein Gott, mache ich vielleicht immer mehr davon. Aber erstmal so eine Testphase über einen Monat. Habe ich aber, glaube ich, schon mal in einem Video darüber gesprochen gehabt. Oder jedenfalls über die Idee angesprochen. Und dann einfach mal gucken. Ne? Kommt es gut an? Mache ich das vielleicht so einmal im Quartal oder so? Werde ich dann mal sehen. Werdet ihr vor allen Dingen sehen. Und dann könnt ihr mir auch gerne mal bei auf meiner Facebook-Seite oder auch per Instagram mal schreiben, so was für Spiele ihr euch dann gerne so wünscht. Und dann gucke ich mal, was ich daraus mache. Beide Seiten sind unten mit verlinkt. Könnt ihr mir gerne schreiben. Oder auch folgen, geht auch. So, ja, wir gehen mal zum Boss, bekommen den hier und machen gleich erstmal Damage. Oh, jetzt hier noch mit den Sensen. Und man sieht es einfach mal, wie crazy die Sensen abgehen oder abgegangen sind. Ich warte eigentlich auch nur auf den einen Tag oder auf die Folge, wo ich mir die Sensen freischalte. Und dann wird das Spiel so richtig auseinandergenommen. Auf den Tag freue ich mich schon mega. So. Wir haben hier eine Tür mit... Oh, mit zwei... mit zwei Schlüsseln. Aber mit vielen Kisten, wo wir Geld bekommen, Luck abbekommen. Herzen haben wir zur Not auch noch welche. Oh, hier, guckt euch mal die Sensen an. Das ist ein Träumchen. Das ist ein Traum für jeden guten Run. Oder generell für jeden Run. Denn hast du die Tränen, hast du die Sensen, wird's ein guter Run. Ich spreche aus Erfahrung. Die Sensen kenne ich noch von Isaac Rebirth. Einfach mega nice. Na, was haben wir denn hier? Ah, Fliegen und Fledermäuse. Unsere Haribo Snacks. So, und geschafft. Ach, witzig. Leck mich doch am Arsch. Schlüssel, wo ich nicht dran komme. Aber an den komme ich so dran. Eine Pille habe ich auch noch. In dem großen Raum. Ja, komme ich mit Sicherheit aber so auch nicht dran. Hoppala. Ah, das ist gerade so ein Durchmarsch hier, ne? Bis jetzt. Ich muss aber auch echt dazu sagen, wir haben mega oft die Sensen, ne? Joker hole ich mir mal. Wow. Nicer Scheiße. Freunde, ich bin so geflasht von dem Run bis jetzt. Oh. Ja. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, mache ich. Und dann mache ich das jetzt so und setze die Karte ein. Aus 11 Bomben werden 22 Bomben. Oh, komm. Geh weg. Jawohl. Oh. So, so, so. Haben wir. Der ist auch... Ey, was für ein Damage haben wir denn? Drei Balken. Hui.
Spielen wir an ihm? Wir spielen nicht. Aber wir gehen zum Boss. Und wir bekommen den hier. Den haben wir doch gerade schon mal. Nur halt im Darkroom. Ne, nicht im Darkroom. Was laber ich denn da? Im Darkroom? Alter Schwede. Ach ja, Mann. Den einen so per Bande bekommen. Jo, Alter, ich geh kaputt. Wir fliegen jetzt. Wie geil ist das denn? Ist so mega geil. Das wird einfach nur ein Träumchen hier. Ich sag's euch. So, machen wir voll. Jetzt können wir nämlich hier auch mal gucken. So, was haben wir denn hier? Oh, ich dachte, das wäre jetzt so eine richtig geile Pille. Weißt du, aber nein. Es ist einfach nur so ein Haufen Dreck. So. Ach, hier haben wir auch noch einen Raum. Oder Räume. Was haben wir hier? Ach, diese Dinger. Ja, das ist ja auch schnell gemacht hier. Hoppala. So. Ja, hat auch geklappt. Können wir? Nein, können wir natürlich nicht. Warum auch? So, dann würde ich sagen, in die nächste Ebene. Als fliegender Isaac. Und dann mal gucken, was so passiert. Was wir als nächstes bekommen. Bin ich mal gespannt. Aber hier haben wir noch Feuer. Ja, ist nichts drin. Und wir starten in die Ebene Nummer 5. Ja, mal gucken. Oh, so. Ja, Mann. Ja, ist tot und ist tot. Oh. Ja, okay. Habe ich mir jetzt anstrengender vorgestellt. Aber was soll's, ne? Ah, hier, die komischen Dinger, die auf. Eigentlich spawnen die auf Spinnen. Da hat man es so ein bisschen gesehen. So. Haben wir jetzt. Ne, haben wir noch nicht alle tot. So, jetzt aber. Und wir bekommen noch Geld und einen Schlüssel. 38 Münzen haben wir. Dann muss ich ja gleich erstmal in den Shop gehen und erstmal ausgeben. Dann machen wir hier den Boss auch schon mal. Monstro 2 bekommen wir. Oh. Mann. Hoppala. Nein. Das war so ein geiler Run eigentlich. Mann. Egal. Freunde. Nächstes Mal versuchen wir es dann nochmal im Greed Mode. Das ist ja bei mir immer so. Ja, eine Folge mache ich einen kompletten Run. Dann eine Challenge, dann wieder Greed Mode, dann wieder ein Run und so weiter. Ja, nächste Folge gibt es dann einen Greed Mode. In der Hoffnung, dass wir das da mal hinbekommen. Ja, die Folgen bei Isaac, die schwächeln momentan auch so, ist mein Empfinden. Also ich habe zwar ab und zu mal so einen Run, der mega nice ist, wo ich das dann auch mal schaffe, irgendwie weit zu kommen. Dann aber auch wieder, wo ich erst so mega positiv denke, aber dann doch ziemlich weit am Anfang sterbe. Was natürlich auch mega ärgerlich ist, wie zum Beispiel diese Folge. Wir haben zweimal eine Challenge angefangen, zweimal gestorben. In der dritten Challenge auch wieder angefangen. Habe ich auch erst so gedacht, so, okay, komm, mega nice. Ja, und dann gestorben. Naja, wir gucken mal, wie es in der nächsten Folge im Greed Mode ist. Wird auch wieder ein Zufallcharakter werden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, like das Video, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.